erstmal noch einmal applaudieren für alle, die wir heute schon gehört haben. Und zwar mit Nuno Contramiento, Ralf Kulicki, Adi Buchmann, Professor Podonek und Frank Born. Daniel Kuki, Tio Carotina, Lea Lüftek, Lena Vazan, Leikmann und zuletzt gehört Sibylle Meckerhauer. An dieser Stelle, genau, auch ein schönes Hallo an all diejenigen, die neu dazugekommen sind, an all diejenigen, die uns im Radio verfolgen, an all diejenigen, die uns bei Münster Tube demnächst im Netz sehen werden. Und ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir könnten jetzt natürlich die ganze Zeit mit Musik weitermachen, aber es ist ja nun mal das Festival für kulturelle Vielfalt und deswegen wäre es ja lame, wenn wir jetzt wieder Musik machen würden. Deswegen gehen wir jetzt wieder, ich will nicht sagen, einen Schritt zurück, das stimmt nicht. Wir setzen in anderer Weise einen drauf, aber wir holen wieder jemanden auf diese Bühne, die das Uno-Instrument da auch ganz super hinkriegt. Ja, ich bin da auch schon sehr gespannt, was uns jetzt da erwarten wird an Worten. Richtig, es werden eine Menge sehr, sehr schöner Worte. Ich habe sie schon mehrfach erleben dürfen. Ich bin selber, wenn ich nicht gerade hier stehe, unter anderem Poetry Slam Moderator, so oft wie Poetry Slam schon gedisst wurde, muss ich einfach mal eine Lanze für dieses Format brechen. Das ist zwar ein Wettbewerbsspiel, aber das Spiel ist ja nur fürs Publikum und wichtig ist letztendlich, was auf der Bühne da geboten wird. Und ich habe sie da mehrfach schon im Line-Up gehabt. Sie ist aus Bremen nach Münster gezogen, das kann man mal so sagen. Sie ist bei ihrem dritten Auftritt damals schon in den bremisch-niedersächsischen Landesmeisterschaften unterwegs gewesen. Das heißt also, ja, sie kann das, was sie da tut. Vor allen Dingen macht sie das jetzt auch schon, seitdem sie 19 ist. Mittlerweile ist sie das nicht mehr. Eine Frau fragt man nicht nach ihrem Alter. Aber sie macht das schon ein paar Tage. Freut euch sehr auf sie. Wir wissen zumindest, dass sie 2016 ihren ersten Poetry Slam gewonnen hat. Und 2017 schon drittplatziert bei den U20-Meisterschaften in Celle war. So, jetzt aber genug von diesem ganzen Competition-Kram hier. Denn wichtig ist ja letztendlich nur, dass ihr auch sie mit einem fulminanten 10-Punkte-Applaus auf dieser Bühne hier begrüßt. Ja, das ist das einzig Wichtige. Und dann mitspült ihr sie hier nach vorne. Ich muss mal eben kurz gucken, ist dieses Mikrofon denn hier schon... Ja, können wir das hier schon freischießen? Ja, ich höre noch nichts. Wir sind gespannt. Solange dieses Mikrofon nicht an ist, stelle ich da niemanden hin. Nein, da bin ich radikal. Nochmal? Ja. Das klingt doch schon deutlich besser. An dieser Stelle, genau, auch ein schönes Hallo an all diejenigen, die neu dazugekommen sind, an all diejenigen, die uns im Radio verfolgen, an all diejenigen, die uns bei Münster Tube demnächst im Netz sehen werden. Und ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir machen jetzt weiter mit Künstlerin Nummer, jetzt muss ich überlegen, 7, ne? 7? Ja, 7 von 12. Und zwar kommt jetzt für euch an dieses Mikrofon die Lara Yüksek! Lauter, das geht viel lauter, Münster! Viel lauter! Moin! Dankeschön! Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf und ein bisschen was für euch lesen darf. Und es ist super schön, dass so viele Leute schon da sind, wobei ich auch sagen muss, dass ich dann direkt immer ein bisschen mehr aufgeregt bin. Und ich habe mal gehört, dass wenn man dem Publikum sagt, dass man aufgeregt ist, dass man dann weniger aufgeregt ist. Aber das klappt nicht so. Nun gut, dann müssen wir durch, wenn wir schon mal hier sind. Und weil ich eine Person bin, die sich gut und gerne immer sehr viel verschnackt, dachte ich, ich fange einfach auch direkt mit meinem allerersten Text an. Der Text trägt den Titel Konjunktiv. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ist die Geschichte mit Hätte, Wäre, Wenn und Würde. Und der geht so. Eigentlich sind wir doch alle unser eigenes kleines Geheimnis. Aber das sagen wir nicht, weil das geheim ist. Wir bleiben maskiert aus Angst, dass was passiert, dass man die Fassade verliert. Und wir glauben an unser Phantomgestalten, viel mehr als an uns selbst. Wir fangen an, sie festzuhalten, bis es uns fast besser gefällt. Und wir leben im Konjunktiv, als wäre es unsere einzige Sprache. Und jedes Wenn wird mehr Realität und verschleiert das Wahre. Dabei steht uns so vieles frei, steht uns so vieles offen. Warum nicht einfach mal was machen, anstatt nur darauf zu hoffen, denn wir können, wenn wir wollten und wir würden, wenn wir sollten, und das weiß ja eigentlich jeder. Die Zeit verbietet uns so vieles, wir machen es dann halt später. Und wir gehen kein Risiko ein. Aus Angst, wir wären verwundbar, lieber bleibst du allein und alles bleibt unklar und jede Indikativgeschichte bleibt ein unwahrscheinliches Wunder. Und wir glauben, unser Universum wäre unendlich weit und die Sterne seien unzählbar.
Dabei ist unsere Welt nur eine Kinoleinwand breit und der Himmel selbst verfehlbar. Jeder Augenblick verliert an Zeit, jeder Moment an Wichtigkeit und unser Leben ist ein Spielfilm, aber ohne Happy End. Unser Leben ist ein Fest, auf dem man niemand kennt. Unser Leben ist ein Ponyhof. Nur reiten kann keiner und wir sind im Wunschkonzert. Aber niemand singt, leider, denn wir alle leben im Konjunktiv, als wäre es unsere einzige Sprache. Und jedes Wenn wird mehr Realität und verschleiert das Wahre. Dabei steht uns so vieles frei, steht uns so vieles offen. Warum nicht einfach mal was machen, anstatt nur darauf zu hoffen, denn wir können, wenn wir wollten. Und wir würden, wenn wir sollten. Und das weiß ja eigentlich jeder. Die Zeit verbietet uns so vieles, wir machen es dann halt später. Und wir gehen kein Risiko ein. Aus Angst, wir wären verwundbar, lieber bleibst du allein und alles bleibt unklar und jede Indikativgeschichte bleibt ein unwahrscheinliches Wunder. Und für dich? Für dich ist Treibstoff teurer, denn du bezahlst mit Zeit. Auf deiner Hätte-Hätte-Fahrradkette kommt man nicht so weit, niemals bis ans Ende und schon gar nicht bis ans Glück. Und willst du eine Wende, dann geht's nicht mehr zurück, denn das Leben ist eine Einbahnstraße. Und du fährst nur im Kreis, ich sag dir das nur mal aus Angst, dass du's nicht weißt. Nimm dir Chancen und Momente, nimm dir Zeit, mach Komplimente, schenke Lachen, Mut und Freiheit, Liebe, Glück und Weisheit und verzichte auf die Feigheit. Und dann streich den Konjunktiv aus jedem deiner Hefte, denn Tatsachen sind Reichtum, Momente sind Schätze, Zeit sind nur Zahlen. Arme Leute, Gesetze, nimm dein Leben in die Hand und erzähle später richtig und bereue niemals etwas, denn Fehler sind wichtig. Dankeschön. Der allererste Text, mit dem ich jemals irgendwo aufgetreten bin, der allererste Poetry Slam Text, den ich in meinem ganzen Leben je geschrieben habe. Und obwohl das jetzt alles auch schon ein kleines bisschen her ist, habe ich immer weitergeschrieben. Also da, wo der herkommt, da gibt es noch mehr. Und auch wenn die schon alle ein kleines bisschen älter sind, sind die leider doch teilweise noch sehr, sehr aktuell, was eigentlich nicht so schön ist. Und trotzdem liebe ich diese Texte. Und der nächste Text, den ich dabei habe, das ist ein Text, den ich damals für meine Schüler geschrieben habe, die mich darum gebeten haben, diesen Text zu schreiben. Und auch wenn sie heute Abend nicht hier sind, ich widme ihnen den tatsächlich jedes Mal. Deswegen, der nächste Text trägt den Titel "Und dann war es in der Abendstunde" und ist für Felix und Kaspar. Ein Muskelzucken schlägt Impulse, die in Fasern übergehen, die sich stetiger Bewegung folgend in die Muskelbünde drehen und ein Lachen auf die Lippen legen, das wir in unseren Augen sehen. Unbeschwerte Freiheit formt freie Schwerkraft im Sein. Und Bruchteile dieser Sekunden verfliegen, formen mein Ganzes und ergeben die Zeit, für die ich mir gewünscht habe, dass es ewig so bleibt, so unbeschwert und leicht. Aber selbst Fotos verhüllen sich in vergilbte Schleier der vorübergehenden Jahre, in denen du auf deinen Schultern Lasten trugst, von denen wir nicht wussten, dass sie da sind, deine Hände steinalt. Du warst gezeichnet vom Leben, das Gemälde bröckelt langsam poröses Gewebe. Und dann war es in den Abendstunden. Jeden Abend wieder, du setzt dich in den Sessel, als setzt du dich fürs Leben nieder und ich frage mich, wie das wohl ist. Wenn man sich an nichts erinnert und trotzdem nie den Krieg vergisst, das ist kein Teil der Erinnerung. Das ist immer Teil deiner selbst. Sogar in all den Jahren, in denen Feindschaft innehält, du beendest niemals Schlachten. Sie finden nur woanders statt. In den Köpfen derer, die man leben lassen hat. Ich höre noch meine Oma reden, wie sie von ihrem Vater spricht, der damals in den Krieg gezogen, glücklich überlebend ist. Ach, das waren noch andere Zeiten. Gott sei Dank ist es lange her und so erholt man sich sein ganzes Leben. Und trotzdem bleibt der Atem schwer. Und ich frage mich, wie belastbar ist ein Leben? Wie viele Tode man erlebt? Wie viele Tote muss es geben, bis man daran zugrunde geht? Sind es 100 oder mehr? Zählt man jeden Einzelnen mit? Oder ist die Zahl egal und fällt gar nicht ins Gewicht, trifft dich erst der eine, den als bester Kamerad an deiner Seite schlussendlich eine Kugel trifft. Und ich erinnere mich an Worte, die mich trafen. Von der Glückseligkeit der Welt, die in unseren heutigen Tagen Jungs nur noch für Kinder hält. Kein Kindskopf unterm Helm, keine Waffen, die sie tragen, aus denen Kleinkaliberschnellen die Hände nicht gehoben. Nur dann, wenn sie fliegen wollen. Ich erinnere mich an Worte und sehe Kinder, die auf Wiesen tollen. Und ein Muskelzucken schlägt Impulse, die in Fasern übergehen, die sich stetiger Bewegung folgend in die Muskelbünde drehen und ein Lachen auf die Lippen legen, das wir in unseren Augen sehen. Unbeschwerte Freiheit formt freie Schwerkraft im Sein. Und Bruchteile dieser Sekunden verfliegen, formen mein Ganzes und ergeben die Zeit, für die ich mir gewünscht hätte, dass es ewig so bleibt, so unbeschwert und leicht. Aber immer ist es in den Abendstunden. Ein Zeiger schlägt den Takt. Voller Sehnsucht und Wehmut lieb ich den Abend und verweigere die Nacht, denn da siehst du deinen Opa sitzen.
wie er mit leerem Blick an Wände starrt. Wie er in dieser Position verharrt, die Augen werden wässrig, aber der Blick noch steif. Ein Zucken in den Gliedern, ein Bild, das ewig bleibt. Es erzählt ganz ohne Worte die Geschichte von dem Leid, dass der Krieg allgegenwärtig ist, auch über seine Zeit. Zwei Texte habe ich tatsächlich noch. Der nächste schließt thematisch sehr doll daran an, sodass ich eigentlich vorweg gar nicht wirklich irgendwelche Worte verlieren möchte. Er hat keinen Titel, aber geht so. Sie sitzt im Bett und liest langsam ihre Zeitung. Nachrichten sind ihr nicht mehr wichtig, so kriegt sie bloß ihre Zeit um, wo sie auch hinschaut. Sie schaut auf weiße Wand. Ein kleiner Tisch, ein Stuhl, ein Schrank. Morgens kommt ihr Sohn, der ihr manchmal Essen bringt und ihre kleine Enkelin, die ihr Kindergartenlieder singt. Aber das sind nur 2 Stunden. Ein Bruchteil vom ganzen Tag. Sie ist mager, blass und dürr, weil sie nichts mehr essen mag. Sie erinnert sich an Zeiten, weit vor dem Heute datiert. Sie kriegt gar nicht mehr mit, wie sie ihr Gedächtnis verliert. Manchmal vergisst sie sogar, dass dieser Mann und dieser Kind für sie Sohn und Enkeltochter sind. Auf ihrem Nachtschränkchen steht eine Truhe. Darin der erste Lohn, Hochzeitsfotos, Kinderschuhe, eine Postkarte von Sylt. Der erste Urlaub mit ihrem Mann, eine golden überzogene Kette mit einem Anhänger daran, Briefe und Urkunden, verblichen und kraus, Bundesjugendspiele, Kaufvertrag vom eigenen Haus, eine alte Uhr, längst zu ticken aufgegeben, und so wartet sie in kahlen Wänden auf das Ende von ihrem Lebensschnitt. Auf einem Meer, wo Wellen und Herzen nur noch um die Wette schlagen, Frauen und Männer ihre eigenen und auch fremde Kinder tragen, wo sich Menschenmengen jeden Tag halbieren. Kinder ihre Eltern, Eltern ihre Kinder und zuletzt sich selbst verlieren. Das sind all die Menschen, die Krieg und Terror kennen, die wir alle nicht beim Namen, sondern Eindringlinge und Fremde nennen. Sie erinnern sich an Blitze, die sie vor ihrem Fenster sahen, an alle lauten Explosionen, die nicht zu überhören waren, an all die Stimmen und das bitterliche Weinen. Unterbrochen von Panzerfäusten und Handgranaten. Sie alle lebten mal in Städten, in Häusern, mit Garten. Da war dieser Kirschbaum, unter dem sie immer saßen. Jetzt sitzen sie im Asylbewerberheim. Damals waren sie Teil einer großen Familie. Heute sind sie ganz allein. Da sind Menschen, die Worte sagen. In einer fremden Sprache und Menschen, die demonstrieren gegen sie. Auf offener Straße. Da sind Papiere und Ämter und alles so schwer zu begreifen. Da sind keine Handgranaten mehr. Aber Handgreiflichkeiten, Schnitt. In Regalen stehen CDs, Kassetten und Bücher, Perücken, Tabletten und Tücher und Fotos. Fotos von Menschen, die sie liebt und die sie nie vergisst. Fotos von Momenten, an die sie sich erinnert und die sie vermisst. Fotos von sich selbst. In den allerschönsten Kleidern. Sie schwelgt in Erinnerungen an die allerschönsten Zeiten. Dass sie vorbei sind, das schmerzt am meisten. Und sie starrt mit müden Augen im Spiegel auf ihr kahles Haupt. Ausgefallene Haare auf dem Boden. Sie bückt sich, hebt sie auf, eine Hand am Tropf. Die andere hält die Haare zurück an ihren Kopf. Sie versucht zu lächeln mit all ihrer Kraft, ihr Körper zerbrechlich, bald ist es geschafft. Keine Macht dem Krebs, dafür alle Macht dem Leben. Hier hütet Gott und gibt dir seinen Segen, steht ganz vorn am Hauseingang, auf einem kleinen Schild. Von Blumen bewachsen, daneben ein Bild und unter der religiösen Notiz geschrieben das Wort Kinderhospiz. Schnitt. Und dann sind da wir. Und uns geht es gut. Wir haben ein Dach über dem Kopf und auch an Essen genug. Wir haben Haare und noch unendlich viel Zeit. Wir erkennen unser Kind und wir wissen, wie es heißt, aber da ist ein Nachtschrank, auf dem eine Truhe steht mit Schätzen aus einem Leben, das dem Ende entgegengeht. Und da sind Kinder, die zwar ihr Lachen behalten, aber ihre Zeit verlieren und Menschen, die Grenzen passieren. Grenzen von fremden Ländern. Also nehmt euch bei den Händen, lasst uns gemeinsam was ändern, lasst uns Zeit geben, die wir vielleicht nicht zurückbekommen, aber es wird sich gut anfühlen. Lasst uns ihnen das Gefühl geben, sie werden ernst genommen und es wird sich gut anfühlen. Helft, wo ihr helfen könnt und ist es nur bei kleinen Dingen. Ihnen zuzuhören oder sie zum Arzt zu bringen, du schenkst Zeit und Kraft, aber am meisten schenkst du Leben. Und sie nehmen dich an der Hand und werden es dir doppelt und dreifach wiedergeben, lasst sie Teil eurer Sprache werden. Und sie werden schöne Worte damit sagen. Lasst uns versuchen, wenn nicht hier auf Erden, dass wir Frieden und Sonne wenigstens in unseren Herzen tragen. Einen allerletzten Text habe ich noch dabei und ich habe mir immer geschworen, dass ich mal sowas Interaktives mit dem Publikum mache. Das bietet sich bei meinen Texten meistens nicht so an und jetzt ist auch nur noch der übrig. Daher einfach mal die Frage, wer von euch hat einen Vater?
Ich glaube. Jetzt sind schon mal viele. Das ist super. Ich habe keinen. Deswegen habe ich einen Text geschrieben. Also für all diejenigen, die vielleicht auch keinen haben, für diejenigen ist dieser Text ganz besonders. Der Text heißt Fata Morgana. Und da war ich sehr stolz drauf. Du bist mein Kryptonit, meine Achillesferse, meine offene Flanke. Du bist im Grunde mein Wunderpunkt. Du bist der Grund für meine Wunden. Punkt. Die Geschichte, der ich alles verdanke. Du bist nichts für mich. Aber alles deutet auf dich hin. Du bist Nachname und Vorfahre. Bist mein Nachwort und Vorlage, deine leeren Versprechen. Explodieren in jedem Winkel meiner Adern. Die Erinnerungen an dein Fehlen sind meine Inselbegabung. Der Tag deines Gehens ist das Ende meiner Kindheitsdatum. Du sagtest, die Welt stünde mir offen. Und dass die Sterne für mich leuchten. Und ich weiß bis heute nicht, was das bei dir bedeutet. Denn deine Worte wiegen schwer. Obwohl sie eigentlich leer sind. Deine Worte hallen nach, obwohl sie eigentlich nichts wert sind. Du erzählst Geschichten vom trojanischen Pferd. Kann gut sein, dass du dich selber meinst. Dein Versuch eines Täuschungsmanövers, du als Illusion im Elternsein. Ich wünschte, du könntest mein Held-Dad sein. Aber meine Augen erkennen dich in meinem Spiegelbild. Und dass ich für mich selbst ein Buch mit 7 Siegeln bin. Dass die Erinnerungen an dich geblieben sind. Deine Lippen formen meinen Mund. Ich sehe dein schwarz gelocktes Haar, wenn ich mich in den parallelscharfen Konturen deiner Züge verliere. Vexierbildphänomen, das in Bruchteilen zwischen uns beiden changiert, für dich fehlt mir das Vokabular. Du bist ein Fremdwort, in meiner eigenen Sprache bis Zungenbrecher und abstrakte Collage, zusammengesetzt aus Einzelteilen. Immer ein bisschen feige sein, auf Konfrontation fällt dir nur Schweigen ein, wenn du die Alternative bist. Dann will ich lieber doch alleine sein. Du bist mein Kryptonit, meine Achillesferse, meine offene Flanke. Du bist im Grunde mein Wunderpunkt. Du bist der Grund für meine Wunden, Punkt. Die Geschichte, der ich alles verdanke. Du bist nichts für mich, aber alles deutet auf dich hin. Du bist Nachname und Vorfahre, bist mein Nachwort und Vorlage, deine leeren Versprechen explodieren in jedem Winkel meiner Adern. Die Erinnerungen an dein Fehlen sind meine Inselbegabung. Der Tag deines Gehens ist das Ende meiner Kindheitsdatum. Meine Haut ist Pergamentpapier. Umgeben von porösem Zement, schaufel mir immer mehr Schichten an meine Silhouette, bis sie verschwindet in der Hoffnung, dass es aufhört zu brennen. Da draußen soll es aufhören zu brennen. Du hast mich in Brand gesteckt. Aber dank dir bin ich Feuer und Flamme. Für ungefähr alles zerfall ständig in 100 neue Anagramme. Setz mich selbst wieder zusammen, denn ich bin kein fertiges Wort. Das Sinn impliziert, bin ein Buchstabengemenge, das Sinn konstruiert und während dein Schweigen sich unendlich potenziert, bleibt mein Anagrammpotenzial, das sich selbst generiert. Durch dich habe ich gelernt. Nach Alleine sein kommt Einsamkeit. Hab mich nicht in die bestehende Ordnung eingereiht, ich habe gelernt, dass verlassen werden irgendwo auch Freiheit heißt. Und dass man am besten immer selbst seine eigene Heimat bleibt. Dank dir bin ich eigenständig, unabhängig, bin meine eigene Vaterfigur. Wenn du niemals eigenhändig etwas änderst, dann wartest du nur. Ich habe gelernt, nach später kommt nie. Deshalb warte ich nicht mehr. Dein letzter Anruf ist jahrelang her. Durch dich habe ich gelernt. Niemand ist jemals fehlerfrei. Aber du müsstest auch nur Vater und kein Lehrer sein. Ich habe gelernt, Genetik schafft den Lebenskreis. Aber manche Eigenschaften kehren sich Gott sei Dank ins Gegenteil. Du bist vielleicht mein Ursprung, mein Anfang, mein Urheber. Bist Namensvetter und Spurenleger, aber ich mein eigener Präzedenzfall, Fackelträger. Ich bin ein Mosaik, in dem sich Licht bricht. Seit dir weiß ich, was ich nicht bin. Ich bin kein Papakind, aber das war oft mein Gedanke. Du bist mein Kryptonit, meine Achillesferse, meine offene Flanke. Du bist im Grunde mein Wunderpunkt. Du bist vielleicht der Grund, aber ich mein eigenes Wunder. Punkt.